Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge auf der nordfriesischen Marsch vierfach in der Version 1.5. Ja, wir müssen die Weberei mit Wasser versorgen, damit wir da vielleicht auch demnächst mal Stoffpaletten herbekommen, damit sich unsere Wolle auch rentiert. Dafür fahren wir halt mit unserem Auflieger schnell dorthin. Haben den gerade heute, der gestern einmal voll mit Wasser gemacht. Ich wollte schon sagen, heute Morgen. So. Dann haben wir Wasseranlieferung hier hinten. Sollten wir vielleicht auch richtig reinfahren, ne? Auch sehr schön, ne? Also, dann haben wir dort auch das Wasser wieder. Oder haben wir erstmal Wasser drin. Ich weiß gar nicht, wie viel verpackt das. Muss ich aussteigen? Wo haben wir ein Fabrikskrepp? Hier auch nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Außen? Bin ich jetzt blind oder? Wolle 0. Fertige 0. Wasser 60.000. Oh, naja. Auch okay. Nicht allzu tragisch. So, dort haben wir einen Flachbrettaufhänger. Wer steckt denn hier wieder im Verkehr fest? Hier wieder. Nee, 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 nee. So, einmal bitte wieder Zuckerrüben abtanken. Wir lassen ihn erst einmal wenden. So, und dort haben wir die letzten paar tausend. Auch sehr schön. Wir bringen ihn mit noch im Feld. Dann dürfte mit dem Abfahren eigentlich nichts schief gehen. Wir suchen uns jetzt unseren Auflieger. Dort haben wir ihn. Und fahren wir zu unseren Schafen. Wow, das war knapp. Aber zwischenzeitlich können wir eben einmal gucken, ob unsere Kühe, ja, sie produzieren Milch, auch sehr schön. Müssen wir halt gleich nochmal gucken, ob wie viel Rinder wieder oben am Hof sind, ob sich da schon wieder eine zweite Fuhre lohnt abzuholen, aber ich denke mal eher weniger. So, wie viele Wollpaletten sollen wir denn zur Weberei bringen? 10? Oder sollen wir voll machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Arbeitsmodus, Paletten und Laden. Das der R. Ach, können wir auch immer nur 6? Okay. Aber ist ja nicht so tragisch. 5?
Ach, wir können nur mal 5. Wir konnten noch gerade 6. Ach so, er hat die erste gar nicht mitgenommen. Ach so, okay, gut. Gut zu wissen. Dann sind noch 3 Stück drin. Ich würde sagen, die lassen wir auch dann einfach mal drin. So, dann fahren wir. Wenn er fahren möchte. Und wann kaputt? Der möchte nicht mehr fahren. Ich habe keinen Einfluss drauf. Gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier drum. So, unser erstes Feld ist fertig. Wir fahren schnell rüber nach Feld 1. Oder Feld 15. Was ist in unserem Besitz? In unserem Besitz ist Feld 1. Dann holen wir uns unseren Düngestreuer für Feld 14. Also es ist bis jetzt nur der LKW, der nicht fährt. Schauen wir gleich mal nach, ob er zwischenzeitlich irgendwie wieder möchte. Ah ja, gut, jetzt haben wir hier wieder einen Fehler gemacht. Wir fahren einfach mal hier durch. Sollte eigentlich nicht passieren, aber naja. So, anfangen bitte am ersten Wegpunkt. Braucht circa 8 Minuten. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt möchte er. Gut, dann würde ich sagen, das ist unsere erste Tour Wolle für die Weberei. Hier rum, genau. Wir müssen mal eben schnell 14, Feld 14, bevor er nämlich jetzt anfängt. So, dann müssten wir jetzt drin sein. Was war Feld 15? War das unser? Müssen wir gleich nochmal schnell nachschauen. Wir bringen jetzt erst die Wolle zur Weberei. Warenanlieferung Wolle. Was läufst du einfach mal in den LKW rum? Eigentlich nur eine Abfahrtskontrolle dann machen. Du sollst da reinfahren, bitte. Und wir laden auf den Trailer ab. So. 34.000 Wolle drin. Super. So, weiter geht's. Was? Komplett leer für die Kühe? Tatsächlich. Kraftfutter 22.000 Liter. Respekt. So, was bist du hier? Achso, ja, du bist fertig. Dich wollten wir jetzt zu Feld 15 schicken. Feld 15. Quatsch, Feld 14.
Wo war dann jetzt? Wir sagen einfach, beginn bitte am ersten Startpunkt. Du bist fertig. Sehr schön. Dann darfst du mal anfangen mit Hopfen. Roggen, Hopfen für die Brauerei. Versorgungskurse Brauerei. Dann starte mal. Dann hast du wenigstens was zu tun. Lektion. Was machst du? Also ich weiß nicht, irgendwie mag der mich heute gar nicht in der Aufnahme. Ah, wir haben hier wieder Raps, okay. Hallo, nein, das war meine Schuld, ist klar. Einstellen. Wieder er hier. 6 Meter, nein. Sechs Meter 70. Dann klappt das mir auch. Ach, seht ihr? Gut bin ich. Gut, 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 gut. Du sofort abfahren. Er geht jetzt die zweite Reihe über. Genau. Wo haben wir jetzt einen leeren Trecker? Hier haben wir einen leeren. Allerdings an der verkehrten Stelle. Wir brauchen ihn. Am Hof. Haben wir einen Kurs noch drin? Nein, haben wir leider nicht drin. Dann gehen wir auf Dreschen. Feld 15. Abfahren. Hoflager. 2 kombinierte Kurse. Genau. Feldarbeit. Och, nee, nicht schon wieder die Grimm. Ach, er wieder. So, und hier stehen wir. Wir fahren mit ihm eben schnell ab. Aber da ist eben schnell abfahren. Wir fahren mit ihm eben schnell zum Hof. Wir müssen eben schnell einen anderen Anhänger anhängen. Wir werden da schnell einen Sammelwagen anhängen und werden dann schauen, dass wir ihn auf Feld 15 zum Stroh einsammeln benutzen. Ist ja so einiges. Soll ja dann auch nicht das Problem sein. So. Dort haben wir das nächste Hopfenfeld. Ja, da werden wir gleich noch richtig Freude dran bekommen. Ich würde auch ganz gerne, wenn der Drescher auf Feld 14 fertig ist, ihn rübersetzen auf Feld 19 zum Hopfen sammeln. Was hat er nun wieder? Wir schauen sofort nach. Parken ihn eben hier ein. Nehmen den anderen an. Vorausgesetzt, er möchte.
und dann sagen wir, fang nochmal an mit deiner Arbeit. So, was hast du denn da wieder? Ja. Hast die Kurve nicht gekriegt, ne, Kollege? So. Er ist leer. Er ist leer. Sehr schön. Er macht dann auch sofort Platz. Ist ja noch schöner. So. Feld 16. Jo, sind wir ja auch ganz gut damit bei mit der Rapsernte. Ist doch sehr schön. Oh, da haben wir auch ein wunderschön großes Feld. Mit Raps. Jo. Tja. Ja, meine lieben Freunde, wir kommen aber heute schon wieder zu Ende der heutigen Aufnahme. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, ein Abo da lassen würdet und morgen wieder reinschalten würdet. Bis dorthin, danke und tschüss.